Hey, Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP Indra und wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles X. Was war das denn jetzt? Moment. So, in der letzten Episode haben wir das letzte Flakgeschütz aus dem Weg, das ist aber ein schöner Bogen, aus dem Weg geräumt. Und dann wollten wir den Manon sagen, hey, ihr, da, wir haben das Geschütz aus dem Weg geräumt, dann waren sie nicht mehr da. Und jetzt werden sie, glaube ich, angegriffen. Naja, jedenfalls müssen wir das ausstellen. Und wir haben diese fantastische Lady hier getroffen, die ein bisschen Hilfe benötigt. Und ich will noch gucken, Missionen. May. Das heißt auch noch Mayday. Ich glaub's ja nicht. Wir brauchen zwei silbriges Kaktushasen. Dann können wir ihr helfen. Okay, gut. So, May, wir haben bald alles, was du brauchst. Ich frage mich, ob ich silbriges Kaktushas herbekomme. Ich könnte ja mal nachgucken. Und zwar Listen. Collecticon. Oder? Ist das im Collecticon? Oblivia. Scheint nicht unbedingt Natur. Extrem wertvoll. Das könnte auch. Okay, das ist scheinbar einfach Fundort Oblivia. Okay, Natur. Soll ich jetzt nicht eintragen, aber gut zu wissen. Hey, das Collecticon ist ja richtig praktisch. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich muss es wissen. Sonst heute ich nachts immer ein Kiss. Oh, das ist dumm. Schön. Schön gefärbter Dumm. Hat Stil. Na gut. Ich erwarte ja sowieso nicht zu viel. Ich muss halt nachher noch googeln, wo wir das Zeugs finden. Damit ich May bei ihrem Mayday helfen kann. Oh. So I may help May on her Mayday. Haben sie den Typen schon mal umgelegt? Irgendwie Lust. Oh. Für das Lexikon! Mag sie. Ich finde es cool, dass sie immer die Attackennamen rausschreien. So typisch japanisch. Einfach so handy wie möglich. So, ich meine, das in einem richtigen Kampf hat man eigentlich nicht die Zeit dafür. Aber gut, ne? So, ihre. Aber gut, das ist ja ein fiese Flatulenz. Gittigit. Erinnert mich jetzt auch ein bisschen an so Tokio. Und. So, es wird wehtun. Es quietscht so süß. Plopp. Hätte uns ja eh angegriffen, also. Okay, weiter geht's. Wir müssen wieder hochgehen. Fangen versperren uns aber so oft. Boah, was ist denn das für ein Ding? Guck dich das Ding mal an. Ist ja voll hübsch. Hey, warte mal, halt's doch alle mal still. Ich will dich angucken. Oh. Also. Cool. Keine Ahnung, ob es so ein Viech wirklich geben könnte, aber es sieht gut aus. So eine Art Symbiont aus Technik und biologischem Gedöns. Komm, dann geht's in die Wüste. Vielleicht ist ja das, was wir brauchen. Dieses Kaktus-Zeugs. Und haben wir Glück? Nö, es ist ein Venus-Fossil. Es ist eine Pollendose. Das freut Allergiker. Hey, das ist wieder so ein Krokodil-Ding. Ich will auch die Items da einsammeln. Und dann gehen wir zu unserem. Das ist wieder so ein Riesenviech, ne? Ich finde es cool, dass diese Krokodilviecher wirklich hier in der Nähe von Gewässern sind. Das war's nicht. Hier, da sind Bäume. Ich habe gerade eine Truppaufgabe erledigt. Okay. Hey, die erinnern mich an diese Palmenteile. Ach, an Chamäleonsand. Oh, die gibt's auch in größer. Die sind irgendwie knuffig. Dann ein bisschen an Amadillos. Amadillos sind auch richtig coole Viecher. Das sind Sterntafeln. Okay, nur noch das.
Genau deshalb mache ich Sammelaufgaben eigentlich auch viel lieber offscreen, weil. Phantom-Tanuki. Cool. Oh, da gibt es wieder Käferlein. Eigentlich müsste ich voll. Oh, wir haben es. Wir können May helfen. Cool. Wisst ihr, was wir mit der Hauptquest weitermachen? Machen wir das schnell noch. Wir wollen sie ja nicht zu lange da hängen lassen, bevor noch dieser Tyrann kommt und sie platt macht. Das wäre nicht so toll. Vor allem, dass sie nach so einer Sache wahrscheinlich nicht aufsteht. Wir haben ja hier die Protagonistenversicherung sozusagen. Halt Spielercharakterversicherung. So. Oh, Ohrensanderz. Schön. Hey May. If I may. Oh, Taro, ich habe was Tolles entdeckt. Als ich in der Gegend herumgeschlendert bin, habe ich einen Dobobora-Brokkoli gefunden. Das Zeug ist total selten. Die meisten Kuratoren, die danach suchen, gehen leer aus und ich stolpere jetzt einfach drüber. Oh, meine Mission ist zwar immer noch ein einziges Desaster, aber hey, man hat jetzt ein bisschen das Gefühl, unserer Sache dienlich zu sein. Oh, sie ist so süß. Ermutige Mandy, wie sagst du, dass ihre Pechstreben zu cool ist. Nein, ihr Skill ist ja nicht mehr bald, ist ja bald nicht mehr kaputt. Das ist gut. Finde ich gut. Oh, danke. Natürlich ist mir klar, dass mir der Brokkoli für die Reparatur herzlich wenig bringt, aber nett von dir, dass du dich mit mir freust. Und? Bist du bereits fündig geworden? Jupp, hier hast du dein Zeugs. Im Kampf erbeutetes Material. Und dieses sehr wertvolle Zeugs. Oh, perfekt, damit kann ich mein Skill reparieren. Er ist ein experimentes Modell. Also, mein Skill. Ich habe beim Kauf echt Glück gehabt. Habe ihn total günstig gekriegt. Normalerweise wäre so einer weit außerhalb meines Budgets. Und auch sonst habe ich ihn wohl nicht wirklich verdient. Naja, jedenfalls bin ich froh, dass ich ihn jetzt endlich reparieren kann. Dann ist es von der Zeit, dass du deine Belohnung erhältst. Hier, nimm das. Ich habe nicht genug Geld, um dich angemessen zu bezahlen. Deshalb kriegst du jetzt meinen Schubobora-Brokkoli. Ich hatte sowieso einfach nur Glück, als ich ihn gefunden habe. Ich bin mir sicher, jemand wie du kann viel mehr damit anfangen als ich. Yay, wir haben einen Brokkoli bekommen. Und ein bisschen Cash. Ist okay, es freut mich nur, dass wir helfen konnten. Für einen guten Mensch. Und ich sollte von hier ab auch allein klarkommen. Du kannst dich also endlich wieder um den Job kümmern, bei dem ich dich unterbrochen habe. Ja, stimmt, die Marlon, ne, die wurden ja beschossen. Tut mir leid, dass ich so viel von deiner Zeit in Anspruch genommen habe. Danke für alles. Ich will sie unterstützen, komm. Das schaffst du. Und dann gehen wir einen Kaffee trinken, okay? Oh, wow, das hat bisher noch niemand zu mir gesagt. Ich gebe mir Mühe. Ich werde wahrscheinlich nicht so effektiv wie ein komplettes Team sein, aber ich werde mein Bestes geben, meinen Beitrag für Blade zu leisten. Pass auf dich auf. Und wenn wir uns nochmal über den Weg laufen sollten, können wir uns hoffentlich ein bisschen mehr unterhalten, ja? Bis dahin, möge deine Suche dich stets zum Ziel führen. Oh, yay! Okay. Das noch eine Nebenquest? Was ist denn jetzt wieder los? So gut. Hallo? Und ein weiterer Tag für die Katz. Dann werfe ich doch gleich mal einen Blick auf meinen Tag und ist so nie im Leben rechtzeitig fertig. Und wenn ich ihn auch da vermasse, vertraut mir doch nie wieder jemand einen an. Oh, ich bin so dermaßen am Ende, das war's wohl. Tschüss, Adi. Mayday, it's Mayday. Oh, hallo, Charu. Danke nochmal für deine Hilfe, neulich, also vorhin. Mein Scan läuft wieder so gut wie neu. Ich schaue gerade nach, wie viel Zeit mir noch in meiner Mission bleibt und, naja, sagen wir mal, es sieht nicht gut aus. Oh Gott. Ganz im Ernst, diese Lady erinnert mich sehr an mich. Jetzt mache ich mir Gedanken darüber, wie ich das alles wirklich auf die Reihe kriegen soll. Was hast du denn für Missionen? Mal sehen. Ich soll ein paar Wünschelrüterische besorgen und zwei Aprika-Rotholzgeweihe. Außerdem brauche ich zwei schwarze Evello-Eier. Ich hasse diese Vögel, aber ich kann es auch nicht ändern. Und schließlich soll ich noch 80 Ingelsteine sammeln. 80! Aber ich habe sie angenommen, also muss ich ihnen jetzt auch nachkommen. Irgendwie werde ich das schon. Also Mädel, du tust dir viel zu viele Pommes in deine Fritteuse, ne? Wow. Das ist eigentlich eine ganz gute Analogie. Gut. Irgendwie werde ich das alles schon schaffen. Danke jedenfalls, dass du dir erneut die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Das hat mir wirklich den Tag gerettet. Ich will dir helfen. Ich will dir helfen, komm. Oh, sogar Elmer freut sich. Yay! Oh nein, das kann ich nicht annehmen.
Wir Blades sind ein Team und in einem Team hilft man einander? Wow, ich... das ist echt freundlich von dir. Ich komme wie mir ein Unmensch vor, wenn ich dich das frage, aber... Könnte ich dich nochmal ohne Hilfe... Ich hab dir doch meine Hilfe angeboten. Ey, ist okay. Also, ich hab den Auftrag, ein paar Wunschelrüterüche und zwei Packerrutholzgewehr zu besorgen. Außerdem eine besonders schwierige, bei der ich insgesamt 80 Engelsteine finden soll. Ja. Und dann noch eine dritte, wenn ich zwei schwarze Velo-Eier benötige. Wie man das dreht und wendet, allein wird das schwer zu schaffen sein. Würdest du mir also vielleicht die schwarzen Velo-Eier besorgen? Und dann entweder die Aprika-Rutholzgeweih oder die Wünschel-Rutherische? Wenn du das für mich übernimmst, schwöre ich, dass ich den Rest allein erledige. Ich weiß doch noch nicht, was Engelsteine sind. Rotholz, Aprika, Wünschel, Rüterich. Die war besonders schwierig, ja? Ah, nehmen wir mal die an. Was? Oh nein, auf keinen Fall. Das wäre viel zu viel. So viel Arbeit kann ich dir doch unmöglich ohne ein viel zu großes schlechtes Gewissen aufbürden. Ich werde die Engelsteine selbst aufräumen. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Bei dem anderen Zeug kannst du mir aber gerne helfen. Vielleicht bei den beiden Schwarzen Erneuern mit den zwei Wünschelrüterichen? Okay, gut. Hey, wir brauchen nur noch ein schwarzes Evello-Ei. Sehr gut. Okay, gut. Das freut mich doch ein bisschen. Jo. Später. Oh, oh mein Gott, sie ist süß. Okay. Wollen wir jetzt aber den Manon helfen und nicht nur Hygiene einladen, die vom Level übelst unter uns sind. So, unter uns, ne? Sind diese Gegner. Du Rumtreiber, du. Igittigit. Musste das sein? Du benennst dich gerade so ein richtiges Schwein. Wobei, das ist also auch eine, so eine Misskonzeption bei Schweinen, weil ich sehr reinliche Tiere, oder? Ich will ja hier keine... Ich glaube, wir haben die Ohren kaputt gemacht. Keine... falsche Informationen verbreiten, vor allem nicht im Fach Biologie. Das ist ja mein Studienfach und das wäre unter aller Sau. Um wieder auf die wunderbaren Schweine zurückzukommen. So. Und zack. Ah, der Schwanz ist ja so fluffig. Fluffige Sachen sind so süß, ne? Schwank, ich kann dich leider nicht umwerfen, weil mein Ding ist nicht. So. Ja, okay. Helfen wir mal. Ich wollte noch nachgucken, wie weit... Zack. 99. Sie ist so ein Vieh, bringt eben mehr Erfahrungspunkte als so ein bewaffneter Typi. Ist auch krass. Muss man sich auch durch den Kopf gehen lassen. So. Naja, überhaupt nicht zu fassen, wa? Zack. Wow. Ich wünschte, ich könnte auch so hoch springen. Aber dann würde mich... meine Höhenangst tragen auf ängstlichen Schwingen. Ja gut, das wäre nicht gut. Ich sehe euch, sind wahrscheinlich so Level 30 oder so Müll. Ja, ja, das Spiel ist ziemlich fies manchmal. Hey, das ist ein Scout. Und wir haben AP Trümmerhügel gefunden, sehr gut. Geil, du hast ja eine halbe Flotte von Gangnam-Guys vorbei. Ja, ihr habt ja Glück, dass... Jack. Hallo, Jack. Dass ihr da nicht reingedüst sind. Ein kleines terrassenförmiges Gebilde. Ich weiß ja nicht, ne? Könnte ja gut sein. So, dann wollen wir uns auf den Weg machen. Denn ihr wisst ja, wir machen keine halben Sachen. Hoffentlich bleibt das mit den Reimen nicht mehr lang. Ach, viel mehr ich doch auch nicht verlangen. Es ist einfach so ein Drang. Es ist dieser Drang zu reimen, das ist unglaublich. So, Prone-Krieger, wollen wir dich mal haben. Warum der stand gerade schön im Weg? Bäm ins Kreuz. Unser einer. Ich finde El so cool. L ist richtig, richtig toll. So, Melee Attacks.
Also beim Wort Melee, da bin ich auch nicht sicher, wie ich das aussprechen soll. So Melee oder Melee oder sonst wie, keine Ahnung. Ist ja das ein Wort, das eine richtige Aussprache hat. Das ist ja nicht so zum Beispiel Pokémon, aber da kann man sich auch denken. Nö, ich sage nicht Sandamea. Ja, angeblich die richtige Aussprache ist. Wie auch immer. Upsi. Scheinbar hat uns die Lady hier erblickt. So. Schwanken und so umgeworfen. Weitere Schmähungen, bitte. Oh Mann, ey, das ist fantastisch. Vielleicht sind die anderen ja auch so cool, aber irgendwie. Ja, da kam mir nicht so sympathisch vor und. Wie hieß er wieder? Lau? Okay. So, Kumpel. Ich kann gerade nichts machen. Nichts Gescheites kann ich hier gerade machen. Ja, los, werf den um, da kann ich schön meinen Film rufballern. Ja, er schwankt. Er schwankt nicht mehr. Gut. So. Ich will jetzt meine Aura-Attacke nicht verwenden. Verfehlt. Was? Okay. Die Verbindung zum Server wurde aus irgendwelchen Gründen unterbrochen. Da. Gut, scheinbar das Internet heute auf, uns zu unterjochen. Ich weiß auch nicht, warum das passiert. Kein Plan. Gut, dass ich nicht online spiele, sonst wird es ziemlich nervig, weil es auch beim Training ist. Es ist auch in der Mitte davon abgebrochen, keine Ahnung warum. Und, tschüssi. 62 für zwei Typen, ne? Oder was? Aber ein Typ trotzdem ist voll wenig. Silbriges Kaktusharz. Schön. Jetzt sehe ich nicht mehr. Ja. Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott, da ist ein Knotenpunkt. Ich will da hin, aber das ist der Weg hierhin wieder voll. Konzentrier dich, Finger. Ciao, bitte. Danke. Gut. Aber gut zu wissen, dass dort ein Knotenpunkt ist. Müssen wir uns doch holen, ne? Vor allem müsste ich mal wieder die Poolsonde kriegen. Kaufen oder sonst wie. Wow, das war ja schön stark. Plopp. Super. We got it, ja. Yeah. We got it. Was ist das denn? Jupp, wenn ich hier runter jumpe, komme ich nicht mehr hier hoch. Habe ich einen Reisepunkt? Nee, kein Reisepunkt. Okay, gut, holen wir uns später mal. Wollen wir jetzt erstmal den Leuten da oben helfen? Insolenter Filter. Wie kann der Filter es nur wagen? Das ist ja gar nicht mehr zu ertragen. Da hinten laufen wieder Viecher rum. Die kriegen wir nicht wirklich krumm. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ah, naja. Gott sei Dank ist die Phase jetzt in den Ferien. Nicht sonst während der Unizeit. Ich habe jetzt eine Woche frei. Sonst wäre das wahrscheinlich sehr, sehr nervig für einige Leute. Die, ja, quasi Mitstudenten sind. Huch! Oh oh, das sieht nicht gut aus. Through. It will work on me.
Just in time. Now go, quickly. You saved us, yes? Thank goodness. We saw you take care of those turrets, you know? We owe you one. Big time, okay? Earth aliens? Yeah, perfect. Yes. Saves us the trouble of hunting them down. Das sieht nicht unbedingt cool aus. Na gut. Okay. So, vielleicht sollten wir die... die Skull hier nebenan ausschalten, die Truppen. Q-Mova. Q-Mova. Ha! Wir haben uns Skull flachgelegt. Sehr geil. ich meine... ein ernstzunehmender Kampf. So. Richtig ernst zu nehmen. So ernst zu nehmen, dass nichts mit weglaufen hier. Nee, das wollte ich nicht. Okay. Ich glaube, ich kann nur einen auf mich. Nur einen ist quasi auf mich jetzt erpicht. So. Ich kann mehr Schaden machen. So, steigern wir die Moral. Voll Erfolg. Auf. So, auf die. Und mit dir und zerstört. Wo ist der andere Level 19er? Habe ich meine Aura aktiviert? So. Jetzt habe ich leider den Nahkampf verpasst. Nein, doch nicht. Okay, Elmar geht's wieder. Die hat ja ihre Fähigkeit, wo sie sich quasi selbst heilen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Episode wieder überlang wird. Ich finde es eigentlich nicht so cool, wenn wir da so von dem Kampf zu scheinen. Also beim letzten Mal, wo es richtig lang wurde, musste ich so, weil es über 29 Minuten waren. Aber heute, ne? Ist der andere Dicke. Haben wir den auch schon? Wow. Also sind ja richtig Pappskills hier. Richtig übel. Wow. Was war das denn? Ah, ich beschwöre mich ja nicht. Ach, das war seltsam. Block all feedback to the nervous circuits. Still hurry. Wait a second. You don't remember anything about your body being a mimeosome, do you? She's losing her biocirculatory plasma.
I can't fix this here. Elma, I need you to contact the Mimeoso Maintenance Center for me. Ask them to have a type 085 left arm and transfusion ready ASAP. You got it. I'm going to have to take you offline for a bit here, okay? We'll resuscitate you back in New LA. Don't worry, you're gonna be fine. I promise, okay? Welcome back. So, how's that new left arm feeling? Wow. Das war unerwartet. Ich bin ein bisschen sprachlos. okay. Ich würde mal sagen, wir beenden die Episode heute hier und es ist ein bisschen zu verdauen. Wir sind jedenfalls kein Mensch. Hätte das gedacht. Puh. Okay. Gut. Ja, ich glaube, das ist ein guter Moment hier, um jetzt den Schnitt zu machen. Boah. Also, hoffentlich, seid ihr genauso geschockt wie ich? Holy shit! Schaltet bei der nächsten Episode wieder rein, um zu sehen, geht es unserem linken Arm gut. Also, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao!